So, liebe Leute, eine neue Woche, eine neue Serie. Wir starten heute mit der Prototype Performance Tour hier bei Grid. Und ja, das ist das nächste, was uns jetzt ansteht. Auf geht's. Ich bleib bei Mamakura. Das ist mir irgendwie das Sichere gerade. Hallo, meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr für Kristen hier? Fantastisch, so machen wir weiter. Was sollten wir bei dieser Strecke erwarten? Danke, Alex, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Also das hier ist genau mein Stil. Eine klassische Rennbahn mit mehreren Streckenverläufen, die alle genau abgestimmt sind. Danke, Kristen, ich freue mich schon. Oh, ich glaube, das Rennen geht gleich los. So, auf geht's. Klatsch, ja, natürlich. Ja, da drücken sich doch ein, zwei Leute vorbei. Haut doch mal ab von mir. Och Mann, wenn du nicht aus dem Arsch kommst, du Idiot da. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ja, weil ich mir auf den Sack gehe, weil ich nicht da ankomme. Weißt du, der kommt ja aus dem Knick da vorne und dann hängst du wieder auf 15. Weißt du, 4 Plätze verloren wie sowas. Lass mich, ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Ach, das ist mir scheißegal gerade. Ich muss jetzt ein bisschen wieder wegkommen von allen. Hey, pass auf, das ist dein Teamkollege. Weil der so spät noch rüberzieht und mir da irgendwie die Tüte bremst. So, momentan nur auf 10. Also, das Feld kommen wir auch gerade nicht. Jetzt fahren wir aber richtig rabiat, weil. Ja, wirklich reinkommen wir nicht. Wir haben keine Chance mehr gefahren, das wirklich zu fettig zu arbeiten. Ja, schon klar. 4 Runden Zeit haben wir. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Ja, weil ich nicht durchkomme. Jetzt sind wir Dritter. Jetzt sind wir schon wieder da, wo ich jetzt gerne bin. Direkt. So, Platz 3 jetzt mittlerweile. Jetzt arbeiten wir uns ein bisschen nach vorne. Schön außen rum und hab die Führung. Ja, wenn man okay, dann mal durch ist, gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja, die Hälfte des Rennens. Wir haben noch ein Rennen danach, definitiv. So.
So, ein bisschen abarbeiten, ein bisschen wegarbeiten können wir uns jetzt tatsächlich. So, ab in die letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. So. Ich glaube, das ist doch schon das letzte Rennen, ne? Kann das sein? Nee, das ist das erste Rennen, Quatsch. Jetzt sind wir das letzte Rennen, aber ja, egal. Nee, nee, es kommt. Das sind nur zwei Rennen eigentlich. Und dann haben wir noch die. Haben wir noch alle Serien, dass wir wieder durch mit der Aufnahme. Also, ich gehe voll weiter mit dem Stück. So. Und damit haben wir den Auftakt für uns entschieden. Hey, das Auto sieht aus. Ja, klar, sie haben am Anfang ziemlich Gegenwehr geleistet. Und dann konnte ich wenigstens ein bisschen mich absetzen. So, wir sind durch. 7 Sekunden waren es am Ende, die wir dann uns weggesetzt haben. Wir sind mitten in der Season 1. Wir sind jetzt, also, das heißt, wir gehen jetzt Richtung Ende Season 1. Und irgendwann müssen wir ja noch mal durchkommen mit dem Spiel hier, ne? Damit wir das auch Thema durch haben. Dann geht es weiter mit der Sette Corsa. Das habe ich jetzt schon mal gesagt. Denke ich mir zumindest mal. So, kurz vor Level 87 sind wir. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Teil, und zwar Sydney Motorsport Reversed. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird... Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Da geht doch schon wieder los. Dieses Gedränge. Haut doch mal ab, lass mich in Ruhe, lass mich vorbei. Zweifel gibst du mir noch einen mit, ey, 14 momentan nur. So, ey. Ah, Platz 18 momentan nur. Ist einfach der einer schleicht da vorne rum. Pass auf, du hast deinen Gegner zu sehr gereizt. So, jetzt noch Sechster. Gutes Tempo, mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Komm, bitte auf, deinen Teamkollegen zu sabotieren. Ich will nicht meinen Teamkollegen sabotieren, der geht mir mal auf den Sack gerade. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Das war uns keine Absicht. Ja, das ist hilfreich, Alter. Dann ist es echt zum Kotzen, ich komme gerade kaum durch. Aber der Gegner leistet jetzt gerade richtig Gegenwehr. Die wollen jetzt gerade nicht uns so vorbeiwinken. Runde 3. Gutes Tempo. Was du bist in der Mitte des Feldes. Jawohl, der Sektor war zu sagen.
So, jetzt gehe ich mal hoch vor, ein bisschen was vorne. Mit 4 muss ich haben. So, ab in die Runde 4 mit uns auch. Das war die Hälfte des Rennens. Wir ziehen jetzt mit. Wir jetzt gerade mal mit so einem Schaum zu beißen wieder. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Das heißt, na, Zug war noch ein bisschen, war noch ein bisschen abzieht. Weil ich ihn jetzt ein bisschen weggeblockt habe, damit ich halt kein Schutzschild dabei habe. Noch 2 Runden zu fahren. 2 Runden, ja. Vorteil ist, dass wir uns jetzt an den Tag setzen können. Weil wir jetzt ein bisschen Ruhe dabei haben. Letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. So, auf geht's, komm! Das Ding wollen wir da noch hier fahren, hier, damit wir den zweiten Sieger haben. Yes! So. Gut, dann haben wir das. Wir sind Teamkollege gelandet. 6, okay. Schade, müssen wir dann mal vorne da ruhig kommen können. Gut. Level 87. Noch 13 Level, dann müsste, glaube ich, die höchste. Ich glaube, das 99 ist dürfte das höchste sein. Das ist klar. Na gut. Ja, nichts zu sehen von sieben Kollegen, aber ist mir auch egal. So, dann haben wir das Ding auch durch und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns wieder morgen mit der GP League.